Just hold on to this warm embrace. Looking out side by side, we'll stay. Seasons change, still our love remains. Lost in your love, lost in your love.
Buenos dias, moin moin und willkommen. Da ist er wieder. Ist das bei euch auch so warm? Oh mein Gott. Ich hab Krebs. Ja, Achievement unlocked. Ein Krebs. Gestern noch geholt. Wollte mal weiterschauen. Joa. Ach so, den machen wir noch Musik aus. Wir haben ja diese coole atmosphärische Subnautica-Musik. Spielen 16 Stunden. Den nehmen wir. Mal gucken. Mein Krebs steht nämlich auf 400 noch Watt Meter. Ich hoffe, mein Lüfter hinter mir ist nicht zu laut. Mein Krebs steht irgendwo 400 Meter Tiefe. Da ist ein komisches Alien neben mir gespawnt und hat mich aus meinem Krebs rausgerissen. Und bin ich erstmal geflüchtet. Weil ich ja nicht weiß, ob ich das Alien da irgendwie besiegen kann. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was heute wird. Ich habe zumindest schon mal diese Erweiterungsstation gebaut, dass ich diese Upgrade-Module für meine Seemotte und sowas alles bauen kann. Dass ich damit tiefer tauchen kann. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Da ist er. Da ist er. Power restored. All primary systems online. Gut. Wir nehmen... Weiß ich nicht mehr, was ich wollte. Mein Krebs, genau. Jetzt mal gucken, was mein Krebs macht. Genau, genau. Packe ich erstmal ein paar Sachen aus. Benzol habe ich schon mal hergestellt. Trinken habe ich jetzt mit. Synthetische Faser. Ne? Okay. Kann ich noch? Ja, hier muss ich erstmal kicken, wie ich an Nickelerz komme und kristallinen Schwefel. Das habe ich noch nie rausgefunden, wie ich an sowas komme. Nickelerz brauche ich auch für das Krebstiefenmodul. Habe ich schon gebaut und in den Krebs eingebaut. Rumpfpanzerung. Seemotten-Tiefenmodul, das kriegen wir auch hin bei Gelegenheit. Was haben wir noch Neues? Was Neues hier? Ne, okay. Da ist noch. Das ist geil gewesen. Dieses ökologische Biom erfüllt 7 von 9 Voraussetzungen, um auf Menschen unheimlich zu wirken. Holy shit, das war wirklich unheimlich, wo ich da mit dem Krebs drin rumgekrochen bin. Gucken erstmal, wir haben dann auch noch irgendwas gescannt. Eine Blutranke. Diese Seetankart wächst in lichten Gehölzen tief unten auf dem Meeresboden, bietet Schutz für verschiedene kleine und größere Tiere. Das Überleben in diesen Tiefen ist eine Herausforderung und die Tiere, die hier leben, haben ungewöhnliche Überlebensstrategien entwickelt. Überlebenstechniken entwickelt. Darunter das Fehlen von Hautpigmenten. Genau, das stimmt. Durch Abhängigkeit natürlicher Druckausgleich, sogar elektrische Abwehrmechanismen. Gut, damit kann man irgendwas herstellen. Tiefenpilz habe ich auch gescannt. Deutlich säurehaltiger als ein Flächenwasserbewohner. Verwandter, daher könnte er in fortschrittlichen Fabrikationen verwenden. Aha. Kann zu Salzsäure verarbeitet werden. Ja? Ja, erstmal muss ich da wieder hinkommen. Ne? Aber irgendwie müsste ich mal bei Gelegenheit zu essen
mitnehmen. Das wäre schon cool. Will nehme ich nicht immer zurück. Ja, dann fressen wir uns erstmal voll. Dann schmeißen wir das olle Salz noch raus. Wo habe ich hier mein Salz gelagert? War ich nicht schon Salzspind? Salz. So. Stand 91%, Batterie 100%, Batterie 0. Dann lassen wir die Batterie mit 0 hier und nehmen noch eine Batterie mit, die 100% hat zur Sicherheit. Gut. Gut. Welcome aboard, Captain. Bin gar nicht an Bord. So ist jetzt mein Krebs. Erledigt. Kamera 1 erledigt. Erledigt. Da unten. 800 Meter von mir entfernt. Bleiben erstmal an der Oberfläche. So dicht an der Oberfläche sind selten gefährliche Biester. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Noch weiter? Okay, ich muss noch mal kurz hoch. Muss noch mal hoch. Ich glaube, ich nehme die andere Maske. Sonst komme ich bestimmt nicht lebend an. So, brauche ich nämlich dieses Kreislauf-Tauchgerät. So. Wir hoffen mal, wir begegnen kein Vieh auf dem Weg zum Krebs. Holy shit, ey. Welcome aboard, Captain.
Damit komme ich denn hier nirgendwo raus? Nicht runterrutschen. Irgendwie muss ich in Richtung Oberfläche kommen, aber wie? Das ist jetzt wieder so ein Ding. Ich habe no idea, wo ich bin. Irgendeine Höhle bin ich runtergefallen. Verdammt. Das ist gar nicht so gut wegen der Strahlung. Setze ich mal meinen Strahlenschutzhelm auf. Also hier sieht nicht so aus. Shit. Da komme ich nicht raus, okay. Verdammt. Da ganz oben irgendwo muss ich hin. Hm. Also das ist wohl so eine komische... Kommt man hier vielleicht lang? Nope. Ist zu steil. Ist zu steil, da komme ich nicht mehr hoch. Ob denn ist bloß noch ein Weg vorgesehen, ne? Also wenn man... Ja, da ist schon wieder das olle Alien, ey. Das olle Alien. Kupfererz brauche ich nicht. 375 Meter Tiefe, ey. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme wieder. Mäh. Inventar voll. Toll. Diamant kriege ich nicht mit dir nochmal. Okay. Gehen wir hier nochmal tiefer. Ist ja sonst nicht. Von da. Da unten ist schon wieder so ein Alien, ey, verdammt. Jetzt wisst ihr, wie man hier rauskommt aus dem ganzen Kram. Hier ist eine Höhle. Gehen wir hier mal durch. Ich glaube, hier bin ich gestern schon lang gelatscht. Ja. Bin ich. Also ein Glück, der kann 900 Meter tauchen. Der Krebs. Wrack oder sowas. New blueprint acquired.
komme ich hier wieder raus? Das ist das nächste Ding. Denke mal, in die Richtung geht das denn? Komme ich hier raus? Das wird weniger, ne? Ich glaube, hier komme ich raus. Okay, wir gehen erstmal raus. Aus dem Krebs. Der hat nämlich hier so einen Vorrat. Das werden wir fallen lassen, weil das zu viel, zu groß ist. Packen wir uns erstmal voll. Dann habe ich nämlich hier im Krebs noch ein bisschen was. Irgendwie kann man ja aus diesen Dingern eine Salzsäure herstellen. Schauen wir mal. Schon mal ein paar wertvollere Ressourcen gesammelt. Ach, schon wieder so ein komisches Alien. Silbererz, okay, das brauche ich nicht wirklich. Das haben wir. Latschen wir erstmal ein bisschen zurück. Oh nein. Nein! Noch ein Alien oder was? Welcome aboard, Captain. Los weg von den Aliens. Ich weiß nämlich nicht, wie ich gegen das Alien
vorgehen kann, ob ich gegen das kämpfen kann oder so. Ich meine, ihm ja kann ich eine geben. Ihm kann ich eine boxen. War ich schon mal? Echt? Okay. Wenn ich schon mal war, dann kann ich ja weiter tappeln. Ist das da vorne? Das können wir uns nochmal angucken. Das ist, glaube ich, so ein Wassereinlass von einer Alienbasis oder was? Irgendwie so. Das ist so schon wieder ein Alien, ey. Jo. Der Krebs ist so ein geiles Gerät. Titan, ernsthaft? Titan brauche ich nicht. Da sollte ich vielleicht nicht reinfallen, da geht es nämlich richtig tief runter. Ich glaube, da bin ich vorhin rein. Musste den übelsten Umweg laufen, damit ich wieder rausgekommen bin. Genau, da springen wir lieber nicht nochmal rein. Erstmal zurück zur Basis. Da könnte man noch mal langlatschen. Okay. Das ist diese Teil da. Oh, shit. Das hat auf mich geschossen. Kann man wegmachen, cool. Wusste ich gar nicht. Oh, Stängel. Einheimische Lebensform. Augenstängel. Gescannt.
Oh, was ist das? Lithium, ah. Habe ich aber auch in Massen rumliegen. Was ist das? Blei. Wobei, möglicherweise Blei könnte man ein bisschen hier brauchen. Doch keine Höhle. Und unseren Stieluge. Das brauche ich nicht. Geht's denn wieder runter in irgendwelche krassen Höhlen? Alter, was war das? Ach so, hab ich mich erschrocken, ey. Kann ich hier nun? Okay. Geht ja hier immer tiefer. Wo geht's hier hin? Ich glaube, da war ich schon mal. Da war ich schon mal. Komme ich da überhaupt hoch? Lass mal was trinken. Vital signs stabilizing. Thank you.
Kriegst du ihn? Okay. Ich will hier raus. So, da ist meine Basis. Shit, in falsche Richtung los. Basis wieder. Voll bepackt mit tollen Sachen. Gut, der lädt sich dann auf. Krieg ich den gar nicht repariert, wenn er hier dran ist? Okay. Dann lässt mal alles aus. Gold und Silber. Titan. Blei habe ich noch im Magnetit, okay. Warning, emergency power only. Power restored. All primary systems online. Zwei neue Baupläne. Was ist da denn? Was ist denn neu? Kernbrennstab. Okay. Und bestimmt dieser Fusionsreaktor oder sowas. Der ist bestimmt auch neu. Kernreaktor. Hm. Okay. Gut, gut, gut. Steigen erstmal in das Teil ein und dann holen wir erstmal alles raus da. Welcome aboard, Captain. Hm.
Was hier mit drin? Salz. Was habe ich noch so in der Taschen? Stark ätzendes Fleisch. Ich meine, vielleicht hält der auch länger für. Eigentlich kann man da... Irgendwie kann man damit was herstellen, ja. Lossi kann zu Salzsäure verarbeitet werden. Interessant. Interessant, interessant. Ah, was essen. Erst mal was essen. Den Weg freigraben zu meinem Scanner-Konsole. So. Was haben wir denn hier Schönes? Lass ihn erst mal scannen, ne? Hey, lass mich los. Mal meine Seemotte nach Hause holen. Die steht da hinten noch so sinnlos rum. Welcome aboard, Captain. Erstmal zurückbringen, die Seemotte daran auch ein bisschen rummodden. Zumindest ein Tiefenmodul und vielleicht sogar noch ein Upgrade, dass ich ein Tiefenmodul Stufe 2 habe oder so. Das Seemotte auch ein bisschen tiefer kann. Wäre schon nice.
So, bevor ich die paar Module baue, machen wir noch ein kleines Päuschen. Ich muss mal auf Toilette. Geht gleich weiter. Ja, perfekt. Genau zum Ende des Liedes bin ich zurück. So. Mal überlegen, was wollten wir jetzt machen? This is Life Pod 7.
Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. Seven out. Ja. Wo auch immer der ist. gucken mal. Tiefenmodul, Seemotte. Wir brauchen Titanbarren. Bahn und Glas. Okay. Ich glaube, so müsste das gehen. Ich hoffe mal. Richtig gelesen. Kernbrennstab, okay. Brauche ich nicht. Erstmal nicht. War ein Seemottentiefenmodul. Wenn wir jetzt ein Seemottentiefenmodul Stufe 2 bauen wollen. Emailliertes Glas, Plaststahlbahn und zwei Magnetit. Für einen Plaststahlbahn brauche ich Titanbahn und zwei Lithium. Okay, gehen wir aber nicht mehr zusammen, ne? Sammeln erstmal ein bisschen Schrott. Titan. Müsste schon reichen, ne? Ein paar Pilze sammeln für meinen Bioreaktor. Ist auch reichen, was ist das hier? Stimmt. Okay. Sonst noch hier irgendwo Titan rumliegen in der näheren Umgebung. Ah, da muss ich nicht unbedingt rein. Ich war drum, ne? Zumindest die Viecher hier, die sammeln immer. Sucht, ne? Da ist noch was. Oh, nee, ne? Das ist mein Inventar voll. Hier liegt doch gleich zweimal was rum. Erstmal zurück. Hier liegt auch gleich was. Ah.
Ja. Ich mich erschrocken, ey. Hallo. Lass mich durch. Titan. Und nochmal Titan. Und ein Titanbahn. Und Lithium fehlt uns jetzt noch. Lithium, glaube ich, ist hier drin. Oder zweimal oder viermal. Zweimal. Noch emailliertes Glas. Das ist jetzt so eine Sache. Emailliertes Glas brauche ich nämlich Pirscherzähne für. Ich denke mal. Stopp. Scannen wir nach Pirscherzähnen. Scannen gleich erfolgreich ist, dann kriegen wir da auch noch das in den Tumor da mit rein. Da hinten ist ein Pirscherzahn, holen wir uns mal. Moin, Zivi. Wie geht's? Wie steht's? Schön warm auch bei dir. Ich werde gerade angepustet von dem Lüfter. Ich hoffe, das ist nicht zu laut oder irgendwie zu hören. Pirscherzahn, da holen wir uns noch ein. Ein emailliertes Glas. Ja, mir geht's auch dementsprechend. Geht so. Und die Wärme, die nervt extrem, ne? Verschmelzen, genau. Aber sonst geht eigentlich. So, da müsste ich voll sein. Hier machen wir zurück. Oh ja. Aber bei mir ist das kleines Problem, ich wohne direkt neben einer Bundesstraße und ja, also wenn ich streame, dann mache ich hier Fenster nicht auf, weil sonst hört man ja ständig LKWs brumm, brumm, brumm. Aber später am Abend, dann fahren noch nicht mehr so viele LKWs und dann geht das eigentlich auch. Irgendwie brauche ich auch Magnetit, ne? Nehmen wir mal ein paar. Jetzt reicht das nicht mehr. Fuck. Meh.
noch. So. Um 2 Uhr. Naja, so nach dem Stream. Keine Ahnung, so um 23 Uhr, da ist dann eigentlich nicht mehr so viel los. Und da hat dann die Außentemperatur auch eine angenehme Temperatur, sage ich mal. Jetzt ist es ja schon halbwegs annehmbar draußen. Ne? Aber jetzt ist es noch zu laut. So, haben wir das. Dann brauche ich jetzt... reicht noch nicht, okay. Ach so, der Plaststahlbarren, ja. Aber den Plaststahlbarren, den brauche ich bitte. Danke. Mal hier ein bisschen rein. So. Da kann ich mein Seemottenmodul upgraden. Super. Da brauche ich wieder einen Plaststahlbarren, das kriegen wir aber hin. 3 Rubine, das haben wir aber auch. Moment. Titan. Das kriegen wir auch hin. Titanbarren. So. Noch ein bisschen Lithium. Mal ein Plaststahlbarren. Oh. Dennoch 3 Rubine, glaube ich, waren das. Wir müssen mal gucken. Magnetit. Rubine. 1, 2, 3. Cool. Cool, cool, cool. Seemottentiefenmodul Stufe 3. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Welcome aboard, cool. Captain. Meine Seemotte kann nur 900 Meter tief tauchen. Cool. Irgendwie? Nee, kann ich nur einsteigen, okay. Okay, steigen wir nochmal aus. Hier noch irgendwas im Inventar. 2 Tiefenpilze, okay. Hier sind die Erweiterungsslots. Da haben wir Rumpfpanzerung, Frachtmodul. Könnte man den reparieren? So. Aber im Krebs kann ich zum Beispiel nicht mehr viel mitmachen. Könnten wir hier noch machen. Frachtmodul, okay. Ja, für die Seemotte. Dann bauen wir noch ein Frachtmodul für die Seemotte. Da auch noch ein bisschen reinpasst. So.
Gut, Pirscherzähne brauche ich jetzt nicht mehr. Da haben wir noch zwei von. Die ollen Pilze tue ich hier auch rein. Sehen, was wir denn jetzt scannen. Ich glaube, Quarz wäre gar nicht schlecht wegen ein bisschen. Aber was habe ich hier gerade am Scannen? Pirscherzähne, ja. Durchessen hier. Ich durchkomme. Quarz wäre nicht schlecht. So. Gehen wir mal in die Richtung, mal gucken, was da so ist. Titan eingesammelt. Lächerlich, Titan. Latschen wir mal hier lang. Was es hier so Schönes gibt. Shit. So tief wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. Hier ist eine Höhle, hier komme ich wieder nicht weiter, Alter. Nicht dein Ernst. Was ist das? Okay, hat er schon. Oh, wie sammelt. Hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott. Ey. Oh, die Shit, ey. Jetzt guckt man sich aber ganz anders um, ne? Eieieiei.
schaue ich dich an. Komm mal her. Eine Salzablagerung brauche ich nicht. Das sind ein bisschen viele, ne? Cheat. Stecke ich fest. Ich würde gern wieder vorgehen. Ja, danke. Kriegst du eine? Komm her. Schlage ich dir mit meinem mechanischen Arm. So ernst, genau, du kannst mir nichts tun. Mich hier bist nie so. Der traut sich ja was. Der traut sich ja was.
bohr dich an, du Sau. Kupfererz. Ich bin hier 280 Meter tief und er bietet mir Kupfererz an. Alter, ernsthaft? Los, komm her. Ich bohre alles weg hier. Komm her. Toll, da ist ein richtig großer. Gut. Lithium. Blei nehmen wir auch. Kaputt. Salzablagerung brauche ich nicht, aber den Rubin da nehme ich mit. Geht's denn wieder hoch oder was? Okay. Ich bin erschrocken. Na los, komm her. Ich bohr dich an. Komm her. Du bist abgemeinert. Ja,
Der wartet bloß darauf, dass ich mal nicht hingucke, wa? Und mir in den Rücken fallen kann. Oh Schweine. Richtig runter. Holy shit. Ich meine dich an. Hau ab hier. Christine. Juhu, in den Abgrund. Mit ganz viel Pech ist das jetzt richtig tief hier. Mit ganz viel Pech ist der jetzt rüpp. Hatte ich mir vorher überlegen müssen, ne? 500, shit, ey. Kommt hier kein Felsvorsprung, wo ich mal zwischenparken kann? Entering Ecological Dead Zone. Adding report to database. 600, shit. Shit, 700. Shit. Oh, shit. Nein, stopp. Halt, stehen bleiben. Oh, nein. Und schon falle ich wieder. Hallo? Wo bin ich denn jetzt reingefallen? Erstmal um mich rum meinern hier. Wer weiß, was hier sonst. Wie komme ich hier wieder raus, ey? Ach du Scheiße! Irgendwie stecke ich hier fest. Subnautica, das ist nicht so schön. Hallo? Hallo? Irgendwie stecke ich hier fest. Hier in ein scheiß Loch reingefallen, oder was ist das hier? Und da geht's noch tiefer. Ich glaube, der ist dann so RIP jetzt. Das ist zu tief hier. Das ist zu tief. Shit! Shit! Zu tief! Zu tief, zu tief, zu tief! Nein! Der geht kaputt! Der geht kaputt! Der geht kaputt! Nein! Kreislauf-Tauchgerät. Das war's.
Das war mein Krebs. 1200 Meter. Fuck. Macht Clips. Das war mein Krebs. 1200 Meter, ey. Fuck. Und tiefer. Also hier hinten sollte ich nicht hin. Ja, 34, ey. Ich spring raus. Oh oh. Weg hier! Vielleicht schaffe ich es noch an die Oberfläche. Nein! Nee. Ja. Verdammt. Das war mein Krebs. 2200 Meter entfernt. Blub, weg ist er. Kaputt. Zu tief. Mein schöner Krebs. So viele Sachen gesammelt. Verdammt, ey. Das hätte ich mir mal sparen können, ne? Dahin zu tigern. Komme ich nie wieder hin, ey. Da komme ich nie wieder hin. So tief gewesen, da komme ich mit der Seemotte nicht zerstörungsfrei hin, da komme ich mit keinem anderen Schiff zerstörungsfrei hin. Aber ich glaube, der ist so kaputt. Der Krebs, also kann ich da auch nicht mehr retten. Ich hätte doch was essen sollen. Hm. Das ist jetzt nämlich so eine Sache. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr wirklich, was ich machen soll. Ich könnte meine Seemotte jetzt aufs Spiel setzen, wenn ich da nochmal hinfahre. Aber da sind so eine komischen Viecher, die... Ja. Die machen instant mein Schiff kaputt. Diese Viechers. Hier ist auch schon wieder so ein Alien-Zugangspunkt irgendwie, wo er sich Wasser holt. Hm. Komisch.
Hier hätte ich mal mit dem Krebs lang tigern sollen, ey. Was ist ja? Lied machst du es verkehrt, ne? Lied machst du es verkehrt. Da schwimmt schon wieder so ein komisches Teil. Da ist noch so ein Teil. Shit. Klasse Höhle. Kreaturenei. Okay. Bestimmt keine vertrauenswürdige Kreatur, die in so einem Tiefen lebt hier. Ne? Wie komme ich hier wieder raus? Das ist das nächste Ding, ey. Komische Höhle. Ich meine, vielleicht den Weg, wie ich hergekommen bin. So, guck mal, das sieht bisher alles noch friedlich aus. Tier um mich rum. You are currently inside a long calcified root system.
Evidence suggests it was eaten away by other life forms over many centuries to form these natural caves. Okay. Kann ich mir davon jetzt irgendwie was kaufen? Ist vielleicht gar nicht vorgesehen, dass ich hier weiter komme, oder? Irgendwie? Das Lithium, das werden wir uns mal rausholen. Haben sie sich durchgefressen? Okay. Aber was soll ich sagen? Ich muss so und so bald raus hier, weil Hunger. Komme ich da wieder raus? Muss mal einen Weg nach draußen suchen. Fette Höhle. Fette Höhle, ey. Aber wie komme ich hier wieder raus? Da geht's nach oben. Wo ist meine Seemotte? Boing, boing, boing. Boah, nee, ne? Sag jetzt nicht, da ist ein Dead End hier. Stecke ich fest. So ein dummes Gefühl, dass ich in dieser Höhle sterben werde. Ich hier nicht mehr rausfinde. Der Fug. Aber so richtig. Der Fug. Kein Plan, wo ich hier lang muss, ey. Da geht es wieder tiefer, glaube ich, oder? Es. Komme ich irgendwie durch, aber da geht es so wieder tiefer. Ich will da nicht tiefer. Könnte es mal probieren, aber sind wir wieder in so einer Höhle. Oh shit, ey. Ich werde hier sterben, glaube ich. Oder? Ist das hier ein Ausgang? Holy shit, ey. Holy shit. Meine ganzen Markierungen da hinten, okay. Krasses Höhlensystem.
Also mein Problem ist jetzt nicht, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich kann sicherlich nur ein paar Sachen erforschen, aber... Ich weiß jetzt nicht, ob die Story... mir noch was gibt bei Gelegenheit oder ob ich jetzt darauf angewiesen bin, selber noch was rauszufinden. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück und ich komme nach Hause und habe einen Sprungspruch, dass ich entdecken kann und so, das wäre das ideal. Aber echt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich könnte noch mal dahin, wo mein Krebs gestorben ist, aber ich will meine Seemotte nicht loswerden, also fahre ich da jetzt nicht hin. Ich hab's lebend nach Hause geschafft, ey. So viel Quarz rings um mich. Vital signs stabilizing. Brauchen wir nicht, eigentlich habe ich genug Ressourcen. Deswegen, mein Problem ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Ich habe noch zwei Meldungen. Einfache Wasserpflanze, Chemikalien in den Blättern neutralisieren Gifte und Säuren, die sich an örtlichen Proben finden, wodurch das Abweiden durch Pflanzenfresser aktiv begünstigt wird. Wenn auch in geringen Mengen, dadurch wird sichergestellt, dass diese Pflanze ihren Samen verbreiten kann, aber genug Blattfläche behält zum Überleben. Tiere, Fleischfresser, Pirscherzähne. Okay, biologische Daten. Tote Zone. Eine Erkundung wäre unklug, ja. Wenn man da reinfällt, dann erkundet man das zwangsläufig. Ach nö, mein schöner Krebs. Kaputt. Im Idealfall hätte ich jetzt noch eine Funkmeldung irgendwie, dass ich weiß, wie ich weitermachen kann.
Da blinkt nichts. Keine Funkmeldung. Ja, was können wir jetzt tun? Ich habe keinen Plan, was es jetzt zu machen gilt. Bin immer noch infiziert. Wusste nicht, wie ich das loswerde. Viermal Blei, ein Computerchip und zweimal Titanbahn. Bauen wir uns eine Rettungsrakete. Wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, bauen wir uns eine Rettungsrakete. Ne? Das ist das Einzige, was ich jetzt wüsste, was ich machen kann vielleicht. Oh, Titan für habe ich nicht. Bäh. Blei haben wir auch zur Genüge. In der Nähe liegen doch meistens irgendwelche Wrackteile rum, oder? Kann man den noch abmeinern, ja. Welcome back, TV. Ja. Wenn du das vorhin gesehen hast, dass ich meinen Krebs verloren habe, also das Teil, womit drin man rumlaufen kann, ich bin da in ein zu tiefes, wie soll man sagen, also da war ein Krater und der war irgendwie zu tief. Mein Krebs konnte 900 Meter tauchen und ich bin 1500 Meter durchgesackt. Und der ist dadurch zerstört worden. Dann dachte ich, schaffe ich es hier mit diesem Teil hier wenigstens an die Oberfläche zu kommen, mir, wo ich 1200 Meter tief war. Dachte ich mir, probierst mal an die Oberfläche zu kommen, aber dann kam so ein riesengroßer Levitian hinter mir her und hat mich gefressen. Shit. Alles denn im VOD zu sehen für den Interessierten? So, ich brauche Schrott, Leute. Schrott, Schrott, Schrott. Wo sind die Viecher hier, die Schrott sammeln? Hier ist doch was. Schrott? Ist das Schrott? Nee, kein Schrott.
Jetzt habe ich gerade beschlossen, so eine Rettungsrakete zu bauen, weil ich die halt bauen kann. Also weil ich es kann, sozusagen, baue ich die. Boah, ich habe so ein dummes Gefühl, das bringt nichts. Oder bringt wenig. Weil möglicherweise wird meine Rettungsrakete auch von Dings hier abgeschossen. Und von dieser großen Abwehrplattform. Großen Abstand. Ein schöner Krebs. Mein schöner Krebs. Muss ich einen neuen bauen bei Gelegenheit. Hallo? Noch Gold, glaube ich. Und Tischkorallenprobe ist klar, ist klar, ist klar. Machen wir. Tischkudalle. Komm mal her, Tischkoralle, wo bist du denn? Das ist eine Scheibenkoralle, da vorne müsste eine Tischkoralle sein. Hier so genau. Zack, aufgesammelt. Zack, aufgesammelt. Computerchip. Kostet. Die alte Startplattform. Ja, schade, mein Krebs ist im Arsch. Jetzt zwar einen neuen bauen. Zwei Titanbahnen. Okay. Und ich hab ein. Richtig. Okidoki. Titan. Eine Titanbahn da auch rein. Gold kommt hier wieder rein. Dann sammeln wir noch ein bisschen. Direkt um die Ecke hier. Wo ich Metall gesehen hatte. Such wieder in einer falschen Richtung bestimmt. Ja. Da ist schon mal Metall. Muss ja gar nicht so weit weg, ne? Da ist auch noch mal Titan. Boah. Ein perfekter Zeitpunkt.
trotzdem ja hin mit dir geben, die Sau. Achso, noch einer. Los, komm raus. Ha. Der konnte mich zumindest nichts anhaben. Wollen sammeln wir das Bein, was hier drin ist. Ach, da ist gar nichts drin, toll. Da ist auch nichts drin, toll. Riskiere mein Leben. Denn reichen für den zweiten Barren. Den nehmen wir da zweimal. So. Was hat denn jetzt? Viermal Blei. Okay, Blei haben wir. Ah, nicht hier drinne. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Da vielleicht. Eins, zwei, drei. Ja. Schauen wir mal. Einfach mal machen, ne? Be constructed in deeper water. Ernsthaft jetzt? Zu mich verarschen? So war ich. Nein. Tiefer im Wasser. Wieso? Ist er tief genug? Wir sind in der falschen Richtung losgezogen. Die Richtung ist nicht so gut. Dann mal ein Stückchen weiter in die Richtung. Hier ist es doch tief genug, denke ich mal. Ne? Tauchen wir mal in die Oberfläche, schmeißen die Fahrzeugbucht raus. Da. 5. Zack. Das ist doch jetzt tiefer, ne? Hey! Das Ding hatte ich sonst noch nie gebaut. Was ist das denn? Jetzt mal angucken. Hä? Alter, erschreckt mich nicht so. Einplatzstahlbahn, Versorgungsturm, Kupferdraht, Schmierstoff.
Versorgung, also Schmierstoff kriegen wir hin, Kupferdraht kriegen wir auch hin, Glasstahlbahn kriegen wir auch hin. Schmierstoff, wir holen erstmal Schmierstoff. Wo haben wir denn das Zeug? Hier. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Metall. Metall, Metall. Und wegen Glasstahlbahn. Irgendwo liegen noch immer Schrottteile rum. Da. Eins. Nehme ich hier mit, schleppt, kriege. Da ist noch was. Inventar voll. Wenigstens haben wir wieder ein Ziel. Weil ich wusste echt nicht mehr, was ich machen sollte. Ob ich mich da nochmal hinbegebe und meine Seemotte jetzt loswerde. Ne, das ist dann wieder... Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel. Das lasse ich mal fallen. Und dann nehme ich noch einmal das mit. Gut. Dann. Oh, ist gar nicht viel. So. Glasstahlbahn. Irgendwas muss der Schmierstoff musste ich auch noch und irgendwas war das noch. Gucken wir mal. Was das war. Quadrat. Ich wusste. Irgendwas Einfaches. Okay. Kupferdraht. Gehen wir hin. Das sollte nicht das Problem sein, Kupferdraht herzustellen. Einmal Kupferdraht. Da brauche ich Kupfer für. Hallo, habe ich irgendwo Kupfer? Kein Kupfer. Titan. Hier ist Kupfer. Ja, wie ist nachher? Startet der gleich nach Hause? In Essen war noch was?
Dort war. So. Diese Plattform hatte ich noch nie gebaut. Machen wir einfach mal weiter, ne? Konstruieren. Der ist nun fertig, okay. Aber eine Rakete habe ich immer noch nicht. Muss ich die erst erforschen? Das wäre schlecht. Ein Neptun-Haupttriebwerk. Oh nee, da brauche ich Nickelerz. Woher soll ich denn Nickelerz kriegen? Woher soll ich denn Nickelerz kriegen? Gucken wir uns die Chose erstmal an. Aufzugrufen. Okay, das hier. Wo kriegt man Nickelerz her? Ich glaube, ich mache mir mal hier einen Browser auf. Ach, falsche Tastatur. Sup. Nautica. Map. Genau. Da gibt es ja ein paar Maps. Limestone gibt es auch, krass.
Ich muss mir das alles mal ein bisschen angucken. Auf der Legende gucken, Thermals, Hohe Cave, Big Wreck, okay. Direkt bei der Crash Site gibt es den Limestone zu finden. Okay. Da überall Strahlung ringsherum, okay. Das Wort Spare Reef ist denn wohl in südwestlich. Südwestlich. Ja, können wir ja mal gucken. Ich habe keine Idee. Südwestlich, okay. Oh, Loot. Okay. Power Shooter. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, dann schnappen wir uns mal die Seemotte. Und machen uns mal auf den Weg. Südwestlich, sagt er. Und was soll ich dir sagen? Power Shooter, mein Krebs ist kaputt. Mein Bohrer musste denn im VOD bewundern. Ich bin da vorhin eine Klippe runtergestürzt und wie soll ich sagen, mein Krebs konnte 900 Meter tauchen und bei 1,2 Kilometer bin ich ausgestiegen aus dem Krebs, weil ich bloß nur 36 Hitpoints hatte, also 36%. Ja, 1,2 Kilometer und da war ich noch nicht am Boden sozusagen. Also ich bin da eine Klippe runtergefallen und das war so steil, ich konnte mir nirgendwo festhalten, nirgendwo wieder rauf, also ich habe bloß noch die Wand an mir vorbeiziehen sehen. 800 Meter, 900 Meter, 1000 Meter, 1100 Meter, 1200 Meter. Shit, ey. Bin ich meinen Krebs los? 1200 Meter und da sind dann noch Viecher um mich rumgekreist und wollten mich essen und ich bin ja dann ausgestiegen und bin hier mit dem Teil dann so hoch. 1200 Meter dachte ich, schaff's vielleicht noch und so, aber das Vieh war schneller hinter mir und hat mich gekillt.
Nun versuche ich gerade Limestone zu finden, weil ich jetzt noch gerade so eine Raketenbasis, kann ich dir mal kurz zeigen. Ich konnte hier so eine Raketenbasis bauen. Und so was hier konnte ich bauen. Hatte ich auch die Resis rumliegen zufälligerweise, also brauchte gar nicht viel sammeln. Dann bin ich da hingegangen und konnte hier so einen Trägerarm bauen. Aber jetzt will er ja Haupttriebwerk und dafür brauche ich Nickelerz. Nickelerz hatte ich bisher noch nie gefunden. Ich kann ja auch noch mal zeigen. Was ist denn in diesem Fahrstuhl? Aber von hier oben kann man leider auch nichts machen, weil hier steht ja normalerweise eine Rakete. Wenn man die denn gebaut hat. Ja. Und hier so südwestlich von meiner jetzigen Position. Ich habe mir schon mal so eine Subnautica-Karte besorgt. Soll ich dann gucken. Was ist denn jetzt los? Rutscht da hier einfach runter? Okay. Ja. Egal, ich wollte so und so mit meiner Seemotte dann losziehen. Südwestlich. Sagt die Karte. Schauen wir mal. Essen wir uns noch mal richtig satt und dann ist los. Packen wir den ganzen Krams hier noch aus. Ich glaube, Lithium war hier drin. Zack, zack. Nicht der andere Krams hier drin. Da du noch. So. Knattern wir mit der Seemotte los. Aber wir müssen die erstmal reparieren. Ich will nicht mit einer angekratzte Seemotte hier durch die Gegend fahren. So. Südwestlich. Die Richtung. Da bin ich mal gespannt. Südwestlich. Nicht der Forest, ne? Glaube ich. Den meinen sie nicht, glaube ich. Südwest ist da. Lass mich noch mal kurz auf der Karte gucken. Ich glaube, ohne die Karte wäre ich jetzt aufgeschmissen. Südwestlich, da kommt so ein grüner. Limestone raus, okay. Ah. Ja, einfach mal gucken. Ich habe keine Ahnung.
Ich hoffe, ich werde jetzt nicht meine Seemotte wieder los. Ich habe die übrigens auch schon abgegradet. Meine Seemotte kann jetzt 900 Meter tief tauchen. Ob das jetzt ein Vorteil ist oder nicht, sei mal dahingestellt, weil zumindest ist die Seemotte nicht so krass wie der Krebs, dass die durchsackt. Also, dass ich dann irgendwo einen Hang runterfallen kann, sag ich mal. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. War ich denn hier schon mal? Das sieht so aus, als ob ich hier noch gar nicht war. Ich sollte mal die andere Maske vielleicht aufsetzen, damit mein Sauerstoff im Moment länger hält. Den haben wir schon mal gescannt. Wärmekraftwerkfragment kennen wir schon. Wärmekraftwerkfragment kennen wir schon. Und nochmal ein Wärmekraftwerkfragment kennen wir schon. Kennen wir halt schon. Inventar voll. Das genau, kenne ich auch schon. Was ist das? Kenne ich auch schon. Tauchdruckfragment. Kenne ich auch schon. Mäh. Kenne ich alles schon. Nichts Neues. Absolutely nothing. Die Seemotte gut. So, gucken wir mal, was ist das hier oben? Schrott. Okay. Laserschneider, schneller! Oh Gott, jetzt habe ich die Karte groß. Ich kann gar nicht sehen, wenn er schreibt. Aber Moment, ich bin unter Wasser. Ich kann gerade nicht. Pack mir jetzt nicht, die Batterie ist leer, oh Mann. Ich habe auch ein Glück. Ist leer. So Scheiß. Komme ich hier irgendwo raus? Das könnte ich scannen. Uff, Haken haben. Okay. Nicht, was gibt. Was
das nicht alles gibt. Schneiden wir uns erstmal hier komplett durch das ganze Teil. So. Was ist da drin? Eine Datenbox, die nehmen wir noch mit. Okay, habe ich gerade aufgeschnitten. Gucken, ob ich hier rauskomme. Nicht wirklich, ne? Cheat. Ich sag mir jetzt nicht, ich komme hier nicht raus. Ist doch nicht dein Ernst. So, ich bin schon mal wieder in Sicherheit. Shit, ey. Ist das ein Komplexes? Ein komplexes Wirrwarr hier an Räume. Da musst du noch erstmal kicken, ob da wieder rausfindest und so, ne? Weil kann das sonst das letzte Mal gewesen sein, dass du da irgendwo drin rumtauchst, ne? Vielleicht von hier außen da irgendwo ein. Zugang kam ich nicht raus, okay. Ich da noch mal reintauche? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ob das noch was bringt, da noch mal einzutauchen. Huch. Huch. Ein einziger Zugang. Ich meine, andererseits gibt es denn auch bloß einen Ausgang, ne? Wenn ich einen Zugang habe, gibt es auch bloß einen Ausgang. Ich tauche noch eh mal rein. Ja, jetzt verrecken kann man ja gar nicht. So, hier haben wir uns reingeschnitten. Da kommen wir nicht mehr raus, okay? Hier wäre noch Tür. Was ist das hier? Eine Datenbox. Wo kommt die denn her? New blueprint acquired. Oh.
Alter. Ernsthaft? Gibt's auch Nahrung drin, toll. Nehmen wir. So. Ist hier noch was Interessantes? Ne, die Tür kriegen wir auch nicht auf. Locket, okay. So. So. Hab ich die noch aufgeschnitten? Sekunden ist ja noch eine Weile, ne? Da komme ich nicht durch. Die hat die Kuh geschnitten. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Irgendwas zum Scannen? Nichts. Absolutely nothing. Okay. Gucken wir. Ist das hier? Ja, das Ausgangscode. Welcome aboard, Captain. Okay. Südwest. Tigern mal in Richtung Südwesten weiter. West. Na gut, schlaf gut, ne? Und danke, dass du hier warst und danke für deine Loots. Danke, danke. Den werde ich mal scannen. Den habe ich noch nicht, den Leuchtenglomus. So. Dann werde ich mir noch den Rubin da rumholen. Inventar voll, ja, schmeißen wir einmal Titan weg. So. Müssen wir uns auch holen. Wenn wir schon mal hier sind, müssen wir den mitnehmen. Salz, okay. Salz brauchen wir nicht. Oh shit, Titan. Ich bin 388 Meter tief und er gibt mir Titan. Ist das dein Ernst? Ich habe hier endlich mal was Wertvolles. Südwesten. Schnell dran vorbei. Schnell dran vorbei. Ist da ein Gelsack? Ach, das sind Gelsäcke, okay. Bastard! Bastard! Ach du Scheiße! Detecting a detection.
titanium mass somewhere in this area. Unable to confirm whether it originated on the Aurora. Holy shit. Ich drücke erstmal speichern. Holy shit. Ich muss mal kurz wieder ein bisschen auf die Karte gucken. Wo bin ich denn hier gelandet? So weit bin ich abgetrieben worden. Es gibt nämlich nur ein Areal, wo diese Viecher hier mit diesen Kraken-Tentakelarmen sind. Ich bin schon wieder viel zu weit, ey. Eigentlich müsste ich jetzt total südliche Richtung. Oder nach Osten. Purple, Bold Key, Floating Island. Oder Blood Kelp. Floating Islands, aber da gibt's ja auch nicht das, was ich suche. Big Wreck, ja. Irgendwo habe ich da so ein Big Wreck entdeckt, genau. Auf dem Weg dorthin. Also mein Gefühl sagt südliche Richtung. Okay, gucken wir. So. Also ich bin schon mal in der richtigen, im richtigen Versteck. So, kurz mal durchlesen, was ich hier alles Neues habe. Reparaturdock. Aha. Okay. Ansonsten noch irgendwas Neues. Klingt auf jeden Fall nicht vertrauenserweckend. Ungewöhnliche Energiesignatur. Wow. Ja, ja. Leuchtglobus. Okay. Zugang. Hier ist ein Zugang. Das ist eine Datenbox. New Blueprint acquired. PDA data.
Okay. Die kriegt man nicht auf die Schleuse. Okay. Klasse Sache. Klasse Sache. Da gibt es noch ein Stockwerk. Wie kommt man da hin? Wie kommt man denn da hin? Das Stockwerk. Integrating new PDA data. Ich muss uns so noch mal raus Luft schnappen. Das hilft alles nix. Einmal zu meiner Seemotte zurück. Gut versteckt. So. Hier noch zufällig saufen mit. Das wäre ja cool. Hat da. Essen wir noch was. Super. Super. Komm doch. Da komme ich runter, okay. Hey, lass mich durch. Ja, es gibt Zyklop. Schildgenerator, okay. Komme ich hier durch? Jo. Integrating new PDA data. Alter, hau ab hier mit deinem Titan. Wir nehmen das Mikroskop mit und die orangene Tafel. New blueprint acquired. Wenn hier ein Kreaturenei drin liegt, dann ist es eine Möglichkeit. Ist eine Möglichkeit. Probenanalysator. Ey. Ich muss hier was loswerden. Viel zu viel Müll bei. Den nehmen wir auch noch mit. Mal sonst noch irgendwas scannen hier. Okay. Ich muss raus hier. Ganz wichtig, ich muss raus hier. Bloß nicht verrecken, bloß nicht verrecken. Mal gut. Jetzt werden wir das mal alles in Ruhe durchlesen, was wir hier haben. Den haben wir. Okay. Nicht funktioniert.
funktionsfähige Laborausrüstung. Antike fremde Tafel mit orangenem Symbol. Hm. Okay. Okay. Kurzzeitig unverwundbar. Okay, okay. Dann können wir hier noch mal gucken. Die ganzen Daten-Downloads. Please stop fighting and listen. We're sick. What? How? You've been coughing, right? Feeling itchy? Blisters? Yeah. The biometrics would have warned us if we were sick. It's something new. It's not in the database. Come on, then. What's it gonna do? Turn us inside out? Dissolve us into jelly? It's an alien bacteria. It's everywhere. Every organism on this planet. It's altering our genetic code. How are the creatures surviving if they're infected? I don't know yet. Want me to cut some of them open for you? Find out what makes them tick? No. Just tell me what you need, son. Materials, equipment. Just... can I have some quiet? I need some time to think. Margaret, Maida has boarded the habitat. What are you so happy about, Maida? Say, kid, I brought you some. Is that a Leviathan outside? Towed it home on the back of the sub. You killed that thing? It's still breathing. I was about to finish the job, but I can stay and chat if you'd like. No? Then make yourself useful and pass me that hardened blade. Are you out of your mind? You brought that thing here? What if it's not as dead as it looks? What if others come? You prefer it got curious and came of its own accord, or got messed up and dragged here? When we get off this planet, I am going to drag you through every continent, damn Federation. I have had it with you, risking our lives. Oh, stow it, Chief. The kid can't kill this disease without fish to study. I'm just bringing him home. But tell her. Tell her I'm right. You're both wrong. Marguerite, I can't find out how they resist the bacteria if you slaughter them all. It ain't always they oblige in coming in alive. He means you're being free reckless. Gaming, hello. Father, the outcome's no better if we hold up in here and don't go outside. That we have to find a middle way. There is no compromise. Not while she's on my sea base. Your sea base? I'm going outside. Bard, Torkoal has disembarked the habitat. Bard, come in. It's dangerous. Damn it, boy. I know you can hear me. Chief. Chief, get off the radio and put on your helmet. What? Brace! Rip. Rip. Came out of nowhere. An alien kraken, bigger than a cyclops, tore a hole clear through the reinforced hull. I barely got my breather in time. I told her! I said others would come! The rupture threw me clear of the habitat, and the monster turned and bore down on me. And just as its tentacles came within reach, Maida appeared out of nowhere. She had a sea glide in one hand, a jagged piece of scrap metal in the other. She meant to butcher that beast or die trying. The last I saw her, she had the metal lodged in its neck as the monster did its best to shake her, contorting off into the darkness. I'm certain she got her wish, one way or another. Then I thought I saw a light deep below me. I hope maybe Bart had swum clear. I followed it. Now
Wonder whether I saw anything at all. Our oxygen is low. The habitat is gone. I can't see the sky. Something surely has the scent of my blood. Du-du. Verdammte Axt. So, ich werde mal mein Stasegewehr nehmen. Uns mal ein bisschen mutig machen. Wir müssen das Ding nämlich mal scannen. Diese netten, krakenförmigen Viecher. Wäre nicht schlecht, wenn man die mal scannt, ne? Wo sind die? Put, 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 put. Wo bist du? Put, 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 put. Da hinten spawnen irgendwelche Viecher, ey. Shit. Wo sind die Krakenviecher, ey? Wenn man sie sucht, dann sind sie nicht da. Ist ja wohl gar nicht. Habt ihr Angst vor meinem Stasegewehr? Holy shit, ey. 521 Meter. Wenn meine Seemotte jetzt ripp ist, dann bin ich auch ripp. Boah, geflüchtet. Oh mein Gott. Das war knapp. Das war echt knapp. Dieser große Räuber bewohnt die Tiefsee, wo er inzwischen Blut... Tang und Membranbäumen auf Beute lauert. Zur Selbstverteidigung kann er einen starken elektromagnetischen Impuls erzeugen. Gliedmaßen. 10 Gliedmaßen verschiedenen Anhängseln zum Schwimmen, Laufen, Jagen, vielleicht sogar zum Verwenden von Werkzeugen. Tiere, die in ihrem Griff gefangen sind, werden geschickt getötet und schnell verzehrt. Quallenrochen, Spatenfische und andere leuchtende kleinere Tiere sind seine übrige Beute. Er nähert sich Lichtquellen in der Nähe und greift sie an. EMP ist wahrscheinlich Reaktion auf Angriffe. Intelligenz. Krabben scheinen große Gehirne, Ähnlichkeit mit Tintenfischen zu haben. Den Organkopf. Beurteilung. Neutralisiert elektrisches Gerät. Nicht erwecken. Okay. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Weg hier. Weg hier! Weg hier! Am besten ich lasse das Licht aus. Jupp. Am besten ich lasse das Licht aus. Die Viecher nicht so schnell orten. Muss ich hin, da hinten muss ich hin. Hoch, 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 hoch. Eieieiei. Ich habe immer noch kein Nickel gefunden. Das ist mein Problem. Nickelherz.
Erstmal Akku aufladen und dann nochmal auf der Karte schielen, wo ich irgendwie sinnvolle noch machen könnte. Ich habe echt keinen Plan. Achso, das Funkgerät leuchtet, ja. Moment, noch was zu trinken holen. Pod 2 coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Oh. Wo denn? Da unten? Okay. Was ist das? What is that? Probenbehälter, okay. Kannst hier alles wieder hinstellen, okay. Aber ist ja nicht funktionsfähig. Sechter. Wie ganz schön das mit dir geschleppt habe. Na dann da mal hin. Das interessiert mich, was da los ist. Aber. Welcome aboard, Captain. Systems online. Aber wir müssen mal kurz aussteigen. Wir müssen die andere Energiezelle noch laden. Batterieladen 54%. Geht ja schnell. Eigentlich könnte man in der Zeit noch ein kleines Päuschen machen. Ich muss nämlich auf Toilette. Bin gleich wieder da. Achtung, Musik.
So. Sieht aus. Batterie vollgeladen. So. Integrität 88%. Da werden wir auch gleich mal was gegen tun. All systems online. Wo ist mein Reparaturwerkzeug da? Gut. Seemotte wieder ganz. Das hat Signal. Knattern wir mal hin. 900 Meter kann ich ja tief tauchen, also das sollte jetzt nicht das Problem sein, da hinzutauchen. Außer es sind Viecher. Viecher wären jetzt nicht so schön, aber... Darum dreht sich ja das Spiel, ne? Dass immer die Gefahr mitspielt. Hm? Ach, da. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das? Boing. 1200 Meter entfernt. Ich habe gerade überlegt, ob ich da schon mal war. Och nö, ne? Warum? Warum? Ist der immer noch hinter mir? Das geht doch ja nicht. Hau ab. Spinnst du wohl? Oh ne, ne? Das geht ja hier gar nicht. Das geht ja hier gar nicht. Aua. Was ist denn hier los? Cheat. Schnell weg hier! Der ist hinter mir, ja. Ich weiß, dass der hinter mir ist. Ja, du wegkommst. Gib ja. Ist der noch hinter mir? Oh, shit, ja, ist er. Alter, wie lange verfolgt der ihn denn? Ist der immer noch hinter mir? Muss mal abwaschen. Ich kann nicht die ganze Zeit weiterfahren. Was ist das hier unten? Hat eben geleuchtet.
Das muss ich checken. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Kreaturenei. Will ich nicht. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Erosion patterns on the land masses suspended here suggest they once floated on the surface. Alter, überall diese Viecher. Ja, ist klar. Du willst mich essen, das weiß ich. Muss wohl schnell genug sein, dass ich wegkomme. Alter, das geht doch ja nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht euer Mittag sein. Gibt's hier nicht irgendwo eine Höhle, wo ich mich verstecken kann? Shit. Kann ich mich nicht irgendwo verstecken vor den Viechern da? Ja, ja, du willst mich essen. Du kommst aber nicht durch meine Hülle. Ein kleines Plepp-Lebewesen. Ich muss erst mal gucken, wo ich meine Seemotte parke, damit er mich nicht isst. 74 Meter, das sollte ich schaffen. Setzen das Kreislauftauchgerät auf. Welcome aboard, Captain. Weg hier. Weg hier. Könnte man in die Höhle reintauchen hier, ne? Noch tiefer. Schied. Gucken wir uns mal an. Local scans show a nearby opening, leading to a biome with extensive fossilized remains. Cheat! What is in that? Ay, 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 ay.
Eieieiei. Folgt mich irgendwas? Nee. Meter Tiefe, ey. Holy shit, da ist schon wieder so ein... Ich hoffe, das will mich nicht. Holy shit. Da geht's noch mal tiefer. Hier springen. I have no idea what I'm doing here. No idea. Ist das hier der Baum des Lebens oder was? Was ist denn hier los? 890. Ich bin ganz schön tief. Hoffentlich tut mir keiner was. Hoffentlich tut mir keiner was. Hoffentlich tut mir keiner was. Los weg hier. Und die Temperatur geht hier auch nach oben. Warte, erzähl mir nicht so was. Ich bin froh, dass ich noch lebe. 880. Oh, nicht so dicht. Nicht so dicht. Nicht so dicht. Das ist hier. Hey, ich weiß nicht. Ich kann hier nicht weiter tauchen. Das hält meine Seemotte nicht mehr aus. Außerdem muss ich was trinken. Vital signs stabilizing. Nee, ich muss hier wieder raus. Das hilft alles nichts. Hey, ich muss hier wieder raus. 890 Meter, das ist zu hart. Hier kann man mit den Zyklopen vielleicht durchfahren oder so. Würde ich sagen. Warning. Maximum depth. Höher, 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 höher. Das würde ich gerne scannen, aber hier sind so viele Viecher. Eieieiei. Kommt der Herr zu mir? Folgt mir irgendwas? Ah, der ist ganz schön dicht. Der kommt bestimmt gleich zu mir. Ich würde das hier vorne gerne mal scannen. Kreislauf-Tauchgerät habe ich. Habe ich das Teil noch? Nee, gut. Nein.
Schon will mich was. Oder? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Okay. Ich muss mal gucken, was das hier ist. Ah, Müll. Hätte ich auch mir sparen können, ey. Echt, hätte ich mir sparen können. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich muss weg hier. Holy shit. Komm ich hier irgendwie raus? Ich hoffe. Ich hoffe. Oh nein. 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 Weg. Hilfe. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Oh nein. Warum bin ich so langsam? Warum bin ich so langsam? Fahr! 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 Verdammte Axt, Mann, fahr! 48? Was ist denn das? Hier raus. Oh, die ganzen Viecher. Jedes will mich essen. Nein. Weg hier. Shit. Hoch, hoch, hoch. Nochmal geschafft. Oder? Ist da noch irgendwas hinter mir? Gut, nischt. Holy shit. Was ist das? Okay, das haben wir schon, brauche ich nicht. Da lang muss ich.
immer noch kein Nickel gefunden. Ich weiß nicht, wo ich Nickelerz finden kann. Eine schöne Seemotte. Quallend an jeder Ecke, ey. Welcome aboard, Captain. Das war knapp gerade, ey. Das war gerade sehr knapp. Ich glaube gar nicht, ich habe Schweißperlen auf der Stirn. und. Wie nennt sich das gleich? Erdbeerpelle, Gänsehaut, wie Sau. Ja, reichhaltige fossile Überreste. Ich wäre da auch ein Überrest, glaube ich. Wäre ich da weiterhin blieben. Ein einfacher, nicht empfindungsfähiger Organismus, der auf Oberflächen mit hohem Gehalt an versteinerten organischem Material vorkommt. Er ernährt sich von diesem Material bis zur Reife, um dann in zwei neue genetisch identische Nachkommen zu teilen. Der Zyklus setzt sich anschließend fort. Amöbioid. Flotation devices failed. We're flooding. Evacuate. Wait. I can reconfigure the O2 system to act as a bilge pump. It's working. Okay, good news. We're alive and we've stopped sinking. Bad? The oxygen's going to run out in 30 minutes and we're 500 meters down. What do we do? We'll have to use the remaining juice to send a distress call and build whatever gear we can. Then we find a way to the surface. Okay. Hat mir jetzt aber nicht wirklich was gebracht, ne? Neues Funksignal? Playing partially translated broadcast. Destroy. Patrol. New targets unaccounted for. One. Das macht Mut. Das macht richtig Mut. Tag 59. Still alive. Aber ich weiß noch nicht, wo Dicke liegt. Und ich brauche Nickel. Um da irgendwie weiterzumachen. Hier nicht irgendwo meine Pilze reingeschmissen. Na toll, zwei Tiefenpilze. Den Rest packen wir mal hier mit Fressen voll.
haben wir schon alles gebaut. In seinem Bereich findet er ein heißes Gebiet. Wozu das auch immer taugt. Das heiße Gebiet. Wir können da mal hindüsen. Mal gucken. Ach, das meint er. Okay. Hatte ich noch nicht. Hübsch, hatte ich noch nicht gescannt. Okay. Haben wir aber wenigstens für unser Bioreaktor schon mal ein bisschen Futter wieder. Rest packen wir hier irgendwo einen Spind. Kann man immer mal gebrauchen. Die Pilze. Okay. Aber ich glaube, ich werde mir zu Hause morgen dann nochmal reinziehen. Heute mal ein bisschen früher Feierabend machen. Ich hab gestern so schlecht gepennt. Nicht wahr? Ich danke schon mal allen, die hier waren. Gucken wir mal. Vielleicht können wir ja noch jemanden hosten. Wer streamt denn? Grand Theft Auto, Grand Theft Auto. Sockly, Sock No Man's Sky. Ach, machen wir hier Zahnfee. Danke fürs hier sein. Tschüss. Da hört man die Arbeiten mit dem anderen zusammen.